Zuschauerinnen und Zuschauer. In zwei Wochen ist Frühlingsanfang. Bei uns ist er allerdings jetzt schon eingezogen mit einer bunten Palette von Frühlingsblumen für drinnen und draussen. Besonders gut als ersten Frühlingsgruß auf dem Fenstersims machen sich Primeli oder Pansee. Auch im Gartenbeet und in der Rabatte kommen ihre leuchtenden Farben gut zur Geltung. Beides offerieren wir Ihnen jetzt in der praktischen 10er-Packung. Passen übrigens mit der Supercard zum halben Preis. Auch im Rezept kommt heute ein Produkt aus dem Aktionsangebot zum Zug. Frisches Schweizer Rindshackfleisch mit der Supercard zum halben Preis. Wir brauchen es als Füllung für eine grosse Wärzeroulade. Grüezi miteinander. Zu diesem Rezept kommen wir dann ein bisschen später. Jetzt darf ich bei uns wie gewohnt ein bekanntes Gesicht begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Anita Buri. Hallo. Trotzdem Ihre Tätigkeit als Miss Schweiz jetzt vorbei ist, haben Sie wahrscheinlich wenig Zeit im Garten zu arbeiten? Ja, nein, ich habe schon nicht so viel Zeit. Obwohl Garten ist etwas Schönes, aber ich habe eigentlich als Model momentan genug zu tun und habe keine Zeit für das. Wie sieht es denn aus mit dem Kochen? Haben Sie trotzdem ab und zu Zeit? Also ich bin nicht eine, die 2-3 Stunden in der Küche rumsitzt und kocht, aber ich mache gerne etwas Kleines machen und darum bin ich ja heute bei euch zum Kochen lernen. Genau. Sie haben sogar einen Chefkoch, der Ihnen dabei hilft. Ja. Aber zuerst haben wir noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Unter welchem Namen sind Pansee bei uns auch noch bekannt? Als Stiefmütterli, Frühfeierli oder Sametörli? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept von Armin Amrein. Und wir machen jetzt zusammen eine Wirtsroulade mit Hackfleischfüllung. Die Wirtsblätter im Salzwasser blanchieren. Auf einem Küchentuch ausbreiten und die Rippe ganz leicht flach drücken. Für die Füllung tun wir das Hackfleisch mit eingeweichtem Brot, Zwiebeln, Knoblauch, einem Ei und einem Peperoncino gut verkneten. Während Armin und Anita weiter an ihrer Roulade arbeiten, machen wir nochmal einen Abstecher zurück zu unseren Blumen. Um das Haus auch innen auf den Frühlingsanfang einzustimmen, empfiehlt unsere Blumenabteilung einen bunten Strauss, blühende Zweige, natürlich Tulpen oder Moosrosen zum Aktionspreis. Besonders dekorativ ist auch ein Tulpenkorb mit Hedera-Efeu und hübsche St. Pauli. Und wie läuft es beim Rezept? Sehr gut. Wir haben inzwischen das Fleisch mit den Wirsingblättern eingepackt und die Rouladen wie ein Rollbrot gefunden. Jetzt Weisswein und Bouillon aufkochen. Und die Roulade bei mittlerer Hitze ca. 30 bis 40 Minuten schmoren. Ab und zu wenden und kontrollieren, ob es noch genug Flüssigkeit drin hat. Dann die Roulade rausnehmen und vor dem Tranchieren ein paar Minuten stehen. Flüssigkeit ganz leicht einkochen. Soßenrand dazugeben und mit Pfeffer, Koriander, Paprika und Salz und ganz, ganz wenig Zimt abschmecken. Dann kann man die Würzroulade tranchieren, anrichten und mit einem Tomaten- oder Safran-Risotto servieren. Auch das Rezept finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Jetzt aber zur Auflösung des Wettbewerbs. In verschiedenen Regionen der Schweiz kennt man die Pansee auch noch unter dem Namen Stiefmütterli. Das heisst, ein grünes Kärtchen gewonnen. Jawohl. Und richtig getippt und ein Nachtessen auf dem Bürgerstock gewonnen hat Frau Iman El Barazangi. Herzliche Gratulation. Gratulieren. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Anita Buri, mit dieser Aufmerksamkeit unsere Blumenabteilung. Danke vielmals. Danke vielmals. Gewinnen können auch Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren: Aquanova Power Drink, Naturaplan Biovollmilch, Swiss Milk Körnerbrotmischung, Hero Plaisir Confit des Jahres und Naturaplan Biomüsli. Und das ist der Superpreis. Ein Audi A2 im Wert von 25'350 Franken. Dazu gibt es 100x 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war es für heute. Wer sich für Teigwaren und feine Soßen interessiert, sollte das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch nicht verpassen. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.